Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu einem neuen Part Layers of Fear und Legacy mit dem Zwergenfürst auf der Nintendo Switch. Und ja, ich muss das schon mal voraus sagen, eine kleine Warnung. Ich nehme das hier alles am Tag auf. Muss irgendwie, weil es sonst zeitlich irgendwie nicht mehr klappt. Tut mir leid, wirklich für diesen Part. Der muss heute am Tage passieren. Das heißt, dass man zwischendurch unter Umständen vielleicht ein bisschen was von der Kamera und meinem Gesicht als Spiegelung im Bildschirm sieht. Aber das macht das Ganze ja nur noch gruseliger für euch Zuschauer. Also, ja. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir gehen dann mal auf diese Tür zu, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Oh wei. Ich hab Angst. Ich will nicht. Ein Ball kommt uns entgegen. Och Mensch. Wundervolle Anspielung. Einen Horrorfilm, den ich niemals gesehen habe, aber deren Anspielung zumindest mal benutzt wurde, müsste doch eine Szene aus The Shining sein, oder? Zumindest gab es dort, ja komm, ich beziehe mich auch noch nur auf Ready Player One, kennt ihr diese Ready Player One, nein, nicht spoilern, Ready Player One gab es eine Shining Sache, diese Mädchen. Forever and ever. Ich werde mir niemals Shining angucken. Das ist ein Fehler. Und ein Mädchenzimmer, ein kleines Kinderzimmer. Oh wei, oh nein. Oh nein. Ich habe nur die Trailer von Shining geguckt und das hat mir gereicht. Na toll. Ein Kind in diesem Haus hier. In diesem verlassenen alten Gebäude. Na toll. Würden wir mal ganz schnell hier raus. Ich habe immer Angst, wenn ich mich umdrehe. Das, was hier passiert. Das wird hier nämlich mal passieren. Es wird des Öfteren passieren, dass sich hier wirklich mal was passiert, wenn ich mich umdrehe. Momentan geht's noch, momentan passiert dann nicht so viel. Aber ich denke, ja, wird da noch einiges erleben beim Umdrehen. Okay, die Tür ist verschlossen. Muss jetzt den Typen beim Schlafen stören dort hinten, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Och, Mino, zum Glück tue ich das ja am Tage. In der Nacht das zu spielen wäre auch ein bisschen problematischer für mich. Das könnte ich gar nicht. Ich kann Horrorspiele generell eigentlich nicht so. Och nö. Komm, ich habe eigentlich keine Lust hier drauf. Ich will nicht. Er sagte, wir sollen ihn nicht stören. Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Wenn das mal nicht der Schlüssel zu neuen Ereignissen ist. Been working out all night. Don't wake me up. Wake me up when it's all over. Ja, das würde ich auch gerade gern singen und so meinen. Und ganz nachts gearbeitet, weckt mich nicht auf. Ja, weckt mich bitte auf, wenn das ganze Let's Play vorbei ist. Genauso würde ich das gerne haben. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Oh wei. Ich will wirklich nicht stören. Oh man. Oh Kacke. Geh jetzt langsam auf dieses Bett zu. Ich guck gar nicht hin. Ist nix. Niemand hier im Zimmer. Okay.
Einen Schlüssel haben wir gefunden. Vielleicht kommen wir damit durch irgendeine Tür. Damit durch irgendeine Tür. Durch die vielleicht. Oh man. Ich habe doch einen Schlüssel. Können wir den einsetzen? Inventar, Öffnung. Scheinbar nicht. Wo passt dieser Schlüssel rein? Ein Rätsel. Soll ich wieder runtergehen? Oder passt der Schlüssel hier hinein? In dieses Schloss dort? Na komm. Ich habe doch einen Schlüssel, muss doch gehen. Dann kann ich doch bestimmt irgendeine Tür aufschließen. Diese bestimmt nicht. Dann wieder runter oder was? Oh wei. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Was wir hier tun. Sind wir hier unten wieder falsch, oder? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Ah, hier kann ich durch. Na toll. Will ich da durch? Oh, das Bild vom Anfang. Oh wei. Da geht's doch weiter. Oh. Will ich das? Oh nein. Ein Gemälde. Okay, was ist hier los? Ein Gemälde. Schön, schön. Und nun? Nichts passiert. Okay. Ein Stuhl, eine Truhe. Was ist da in der Truhe drin? Ist da etwas, was wir nehmen können? Aha. Ein zusammengewürfelter Pinselsammelsorium-Sache. Aha. Hat wohl jemand was gepinselt. Hier ist alles hell erleuchtet. Halbwegs zumindest. Ah, okay. Das Gemälde. Das dreckige, unbemalte Gemälde. Okay. Da hätten wir was. Können wir das öffnen? Was haben wir da? Nicht viel. Okay, Glasscherben auf dem Boden. Gemälde. Hab wahrscheinlich ich gemalt. Okay. Können wir wieder hier raus? Wollen wir wieder hier raus? Get in right this time. Okay. Was soll man dieser Schrift sagen? Oh wei. Das sind doch andere Korridore und andere Flure. Der war hier vorher nicht da. Oh Kacke. Will ich hier rein? Was mache ich hier nur? Oh Backe. Oh nein. Uah. Ah.
Mama. Hilfe. Was mache ich hier nur drin? In diesem verlassenen, diesem gottverlassenen Haus hier. Wie komme ich hier raus? Ich bin so schreckhaft. Ich sollte keine Horrorspiele spielen. Ich meine, Resident Evil ging noch, aber... Hat sich wieder geändert hier. Räume verändern sich. Nein. Was mache ich hier? Ich kann gar nicht hingucken. Oh toll. Die nächste Tür. Türen öffnen. Mache ich ja so gerne. Oh wei. Was suche ich hier? Langsam umdrehen. Okay, wieder raus hier. Ist abgeschlossen. Oh nein. Das ist nicht gut. Müssen wir gucken, wie wir anders hier rauskommen. Oh wei. Schlüssel habe ich nicht mehr. Vielleicht lässt sich hier irgendwo einen Schlüssel finden. Das ist doch nicht normal, dass hier die Räume verändern. Ist hier völlig willkürlich an anderen Orten auftauche. Kerzen. Boah. Was passiert? Was zum Geier? Nein. Okay, jetzt habe ich Kerzen angezündet. Ist was passiert? Wow. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Kann ich jetzt da wieder raus? Ist die Tür jetzt offen? Nein, sie ist verschlossen. Zumindest der Raum ist hell. Und weiter. Schön, 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 schön. Oder auch nicht schön. Schubladen. Okay, da liegt was drin. Kann ich das untersuchen? Scheinbar nicht so sehr. Die oberste Schublade. Okay. Was mache ich? Dann die unterste Schublade. Ah, das kann ich untersuchen. Save the date. Off. Merkt euch das Datum. Das Datum ist ausgeblendet, ist ausradiert, überfleckt. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Ja, okay. Wir wurden zu einer Trauung eingeladen. Ob wir dort waren, ist die Frage. Man weiß es nicht. Kann ich hier noch irgendwas an Griffeln anfassen? Gibt es hier noch irgendwas zu beobachten? Irgendwas auszulösen? Eine Statue. Eine Büste. Zwei Büsten. Die Gemälde vielleicht genauer angucken. 5, 4, 8. Da sind Zahlen drauf. Eine 5, eine 4 und eine 8. Genau hier. Was haben diese Zahlen zu bedeuten? Helfen Sie mir weiterzukommen. Was soll ich mit 5, 4, 8? Ein Platz, ein leerer Platz. Da könnte man ein Gemälde hin. Da könnte man eins gehangen haben. Schranktür. Okay.
Bücher. 548, könnte hier irgendwas mit sein? Nee, einen Schlüssel finde ich hier auch nicht. Zack. Und zack. Kann es nur immer wieder weiter versuchen. Die Tür ist verschlossen. Wie komme ich hier raus? Bin ich hier gefangen? Hier immer und immer und immer. Das darf es doch nicht sein. Stuhl. Kann ich mich auf dich setzen? Kann ich nicht. Der Raum. Ah. Da war der Code. Der Code, der Code, der Code, der Code. 548. Der bringt doch hier bestimmt was. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so öffnen will. Nein, 548. Was mache ich denn? 5, 4 und das ist eine 8. Ich habe schon Angst, wenn sich das öffnet, was dann passiert. Na, was ist da drin? Ein Ring. Schön. Hier haben wir einen Ring. Scheinbar einen Verlobungsring oder einen Hochzeitsring, einen Ehering. Warte, da steht, was sie genau hin. The past holt, die Vergangenheit hält zurück. Aha. Soll genauer hinsehen. Scheint der Ring meiner Frau zu sein. Sonst wäre er wohl nicht hier, oder? So kann ich das jetzt wieder schließen. Da brauche ich daraus noch etwas. Ich habe immer so höllisch viel Angst, mich umzudrehen. Ist das eine Tür? Kann ich da jetzt durch? Ich kann da durch. Will ich auch dadurch? Wahrscheinlich nicht, aber ich tu's. Eine weitere Tür. Ich gehe weiter dadurch. Okay, ein großer Raum mit Kaminfeuer. Ja. Was haben wir denn hier? Einen weiteren Raum zu untersuchen. Ja, raus kam ich trotzdem noch nicht. Aber eine weitere Tür hat sich mir erschlossen. Vielleicht habe ich sie vorher nur nicht bemerkt, aber sie war da auf einmal. Ein ausgestopfter Kopf mit Geweih. Okay. Eine Schrankwand. Wie ein Bücherregal. Und wieder eines. Ja, okay. Schön, schön. Oder auch nicht so schön. Okay. Dann mal wieder zurück, oder was? Wieder raus in den Korridor. Da hat sich doch was gewaltig verändert. Oh man. Hier geht doch mal Vorsicht. Boah. Alter. Schwede. Boah, diese Flure, diese Türen. Mama mia. Ja, ich schließe die Tür, glaube ich, gleich wieder. Mach ich einfach. Ich gehe wieder zurück. Hab keinen Bock drauf. Nee, ich drehe mich auch hier nicht um. Mach ich nicht. Nee, einfach nee. So.
Ein großes Zimmer. Eine Maus, die im Feuer verbrennt. Okay. Oh, das Gemälde ist leer. Ah! Meine Fresse. Was ist denn hier in diesem Haus los? Spukt's hier. Bestialisch spukt es hier. Raus hier. Wir müssen irgendeinen Weg finden hier raus. Nee, erzähl mir nicht. Hier ist ein nächster Raum direkt an diesen Raum dran. Geh doch nicht, da war ein langer Korridor dazwischen. Ach, Menno. Was macht das Spiel nur mit mir? Und jetzt hören wir schon Geräusche. Och nee. 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 Nope. Nein. Nein, ich gehe nicht einen dunklen Korridor entlang, aus dem lautes Geschrei kommt. Nö. Nein. Nicht mit mir. Ohne mich. Ich setze mich hier irgendwo hin und ja, gehe hier nie wieder raus. Och, Menno. Ein kleines Mädchen, das heult, scheint eine Frauenstimme zu sein. Das kann auch nichts Gutes heißen. Wir haben keine Waffen, wir können uns nicht verteidigen. Ich habe echt keinen Bock. Nee, 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 das machen wir im nächsten Part. Lassen wir diesen Part ein bisschen kürzer. Immerhin ist es heute unter schlechteren Bedingungen aufgenommen. Nee, das machen wir schön im nächsten Part. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben für diesen Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut da rinne. Man sieht sich. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. What do we do when we fail? We start over.